Dann schauen wir mal, wie wir uns anstellen. Komm her, du. Oh, komm doch nicht her. Ah. Rastet voll aus. Wow. Nein. Tot. Böser Ritter. Okay, gleich noch mal. Wo ging's lang? Ich glaube hier, oder? Oh nee, warte. Jetzt war noch weiter geradeaus. Aua. Hört doch mal auf. Damit bin ich auch falsch. Komplett gerade durch war's. Okay. Super. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. So. Genau, ihr kleinen Knubbels. Kommt und helft mir. Mein kleines Gefolge. So. Und nochmal. Komm, so schwer ist er doch nicht. Die Keule. Au! Wieso? Wir schaffen das. So, diesmal richtig lang laufen und nicht falsch abbiegen. Und nochmal. Alter. Was ist mit dem verkehrt? Ich bin nur ein kleiner Vogel, Mann. Nochmal. Das dauert zu lange. Das kann ich nicht benutzen. Juhu! Hier bin ich wieder.
Hallo? Ich trau mich nicht. Nein! Er ist doch fast tot. Mann. Ich muss noch ein bisschen an meinen Skills arbeiten. So, jetzt aber. Ja, geht doch. God damn it. Wahnsinn. Einfach nur im richtigen Zeitpunkt ausweichen und dann war's das auch schon. Aufsammeln. So. Was gibt's denn hier Schönes? Was steht hier? Der Garten des Lebens. Okay. Könnte mal ein bisschen Laub gepickt werden. Ah, wir haben sogar noch einen Samen. Perfekt. Esse ich mal gleich. Und da ist ein Feuerwand. Da ist der Feuerkelch. Okay, Moment. Uah. Was ist das? Flattermann. War es das schon? Das wäre schön. Okay. Wow. So, einer ist weg. Noch einer übrig. So, einer weniger. Nur noch einer übrig. Bam! Boah, kein Schaden bekommen. Chaka. Der eine Schadenspunkt ist noch vom Boss. So, wie komme ich eigentlich hier rüber? Kann ja noch nicht fliegen, da werde ich wahrscheinlich einfach nur ertrinken. Ist alles kaputt? Hebel drücken. Aha. Okay. So. Wir sind ja über Lagerfeuer. Kann ich die nicht irgendwie anzünden?
irgendwo ein Feuerchen am Boden. Mal kurz durchschauen. Da ist auch irgendwie eine kleine Mini-Insel. Kommen wir aber noch nicht hin. Hier, dann gehen wir erstmal nach oben. Von hier kann ich auch nicht schießen, okay. Dann schauen wir erstmal weiter. Aua! Au! Ah. Oh. Hasse diese Nahkämpfer. Okay, einmal wieder den Weg durchlaufen. Ich hoffe, wir müssen jetzt den Ritter wieder bekämpfen. Ich hoffe mal, das war ein kleiner Zwischenboss. Ich hasse euch. Ihr seid blöd. Okay. Das ist schon mal gut. Tschüss, ihr Kleinen. Nervkekse habe ich schon mal erlebt. Und hier haben wir das Schlappohr. So, oder? Tschüss! Easy. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Was ist das? War ein bisschen aus wie so eine kleine Fledermaus. So das Gelbe, die Augen und dann große Ohren. Oder es sind zwei Dolche. Okay. Du hast Streunerdolche gefunden. Diese Klingen können einem Gegner schnell Schaden zufügen. Eine einschneidende Maßnahme. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihnen ausrüsten. Okay. Was haben wir denn überhaupt? Schnitterschwert, ein serienmäßiges Schwert zum Ernten von Seele. Ein weggeworfener Regenschirm. Ein Regenschirm taugt sicher nicht viel im Kampf, aber er kann bei Regenwetter deine Federn trocken halten. Und Streuner durch. Zwei scharfe Klingen, die rasch zustoßen können. Diese Klingen werden oft von Schnittern bevorzugt, die sich von der Kommission abgewendet haben. Oder hinausgeworfen wurden. Okay, Schaden mal 1, mal 3. Okay, Schaden ist ein bisschen weniger. Aber dafür mehr Schläge. Niedrigere Reichweite. Und eine kürzere Schwungzeit. Okay. Dann rüste ich die doch mal aus. Haben wir hier Weihrauch. Dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern und um beim Einbalsamieren den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett an der Seite steht Weihrauch der Buße, maskiert perfekt den Geruch verwesener Leichen. Okay. Aha. Das schaut doch gut aus. Bam. Okay. Probieren wir es doch einfach mal aus. Hebel. Das
Vorne ist die Tür aufgegangen. Was haben wir denn noch? Haben wir denn noch irgendwas? Keine Spectre. Aber nichts, wo ich hier noch irgendwie rein. Okay. Dann würde ich mal sagen, wagen wir uns ins Schloss. Auch zur Hexe. Aber erstmal mit unserem Freund. Geh nur wacker voran. Ich bewache die Tür. Hi. Dann fahren schon mal nicht in einen Hinterhalt. Das ist auch früher sein Schloss, ja? Kann das sein? Hier sind überall so eine Herrschaften mit irgendeinem Topf auf dem Kopf. Aha. Okay. Villa Keramika, die Villa der Urnenhexe. Da ist ein Schloss. Die bauen sich wieder zusammen. Aha! Da kommen wir wieder ins Rabenreich. Alle wieder zusammen. Und so viele Türen. Aufschließen. Diese Tür zu öffnen erfordert einen Schlüssel. Leben. Alter Türgeist. Lebender Schnitter. Es hungert mich nach Seelen. Okay. Brauchen wir also erstmal eine Seele. Wahrscheinlich die der Hexe. Hier haben wir noch einen Samen, sehr schön. Das ist so schön detailliert gestaltet. Der Boden, der ist lackpoliert. Kann man sich dran spiegeln. Noch Samen einpflanzen. Hier brauche ich auch ein Spülbesöl. Okay. Zwei Türen mit Schlüssel und eine Seelentür. Haben wir hier noch irgendwo was? Ansonsten gehe ich erstmal hier rein. Hi. Palette der Türen, Erntekommissionshauptquartier. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Skills brauchen können. Da ist ein Topf unterm Schreibtisch, kann das sein? Das ist der einzige in Farbe. War das davor auch schon da? Willkommen in der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten aufbessern? Ja, was haben wir denn hier nochmal? Stärke für die Nahkampfwaffen. Fähigkeit für mein Schwert. Fähigkeit des Schnitters, schnell und präzise anzugreifen. So werden die Nah- und Fernkampfangriffe des Schnitters schneller aufgeladen und Nahkampfangriffe können rascher aneinander rein. Okay. Tempo und Beweglichkeit. Magie. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal voll auf Schaden. Auf Schaden sage ich schon, auf Stärke. Oh, natürlich erhöhen sich die Kosten. Aber ich würde sagen, Schaden austeilen ist jetzt gerade erstmal nicht so verkehrt. Das Schwert. Mal kurz was gucken. Fähigkeit des Schnitters. Aber nur die Fähigkeit meines Schwertes oder jetzt auch... Anfang.
aber da steht immer noch Schaden mal 1. Okay. Gucken wir einfach mal. Probieren wir einfach mal aus. Den kann ich nicht machen. Hier kann man lang, oder? So. Oh, gemütlich. Ein bisschen leer. Aber gemütlich. Irgendwie so eine gemütliche Couch oder sowas fehlt noch auf ein kleiner Teppich. Aber hier ist zugesperrt. Huch! Was? Die Vase wehrt sich. Okay. Gut zu wissen. Hier noch irgendwo ein Gegner? Nein, okay. Aber die Tür hat sich geöffnet. Wieder eine Vase, die sich wehrt. Hört doch mal auf, euch zu wehren. Oh, da ist ein Samen. Wie komme ich da hoch? Da ist eine Leiter. Oh. Vorsichtig, man kann abstürzen. Her, mein Samen. Oh. Okay. Ist da Schmuck in der Schublade? Was passt so aus? Ein Schlüssel. Tada! Können wir doch bestimmt jetzt eine der Türen öffnen, oder? Wo sind wir jetzt? Der hat sich gerade bewegt, oder? Ich bin da gar nicht dran. Ich glaube, die Vase hat sich gerade bewegt. Oder ich habe es mir eingebildet, das kann auch sein. Hey, da oben ist noch eine. Hier ist auch noch eine. Komme ich denn da hin? Oder so von hier? Genau. Okay. Wenn ich ein paar Stufen hochlaufe. Da ist noch eine. Und ganz oben habe ich noch eine gesehen. Tada! So, wo geht's jetzt hin? Denn das für einen Raum? Die könnte mal wieder ein bisschen aufpoliert werden. Okay. Abbrennen? Abbrennen. Eben kurz die Spinnweben alle zerstört. Könnte echt mal wieder ein bisschen gereinigt werden, muss ich ja mal sagen. So, okay. Drüben haben wir ein Feuerchen. So. Haben wir hier unten noch irgendwas?
Greift nicht wieder irgendeine Vase selber an? Nein. Hier noch irgendwas? Oh, okay. Okay, dann einmal wieder hoch. Da brauchen wir Feuer. Okay, dann einmal der Reihe nach alles anzünden. So. Hier ist ein Samen. Gut, aber brauchen wir das hier? Gehen wir hier nochmal hin. Ich kann gerade nicht zielen. Die jetzt getroffen? Ja. So, nochmal aufladen. Zack, zack, zack. Ein Feuerchen mehr. So. Wir machen den Weg frei. Ihre Rabenfirma. Oh, was bist du denn? Was ist das denn? Okay. Aha, aha. Okay, er beißt mich. Er dreht sich. Weg. Schaut mal süß aus, diese kleine Kugel mit ihrem Gesicht. Komm, den kriegen wir hin. Ja, so lobe ich mir das. Vielleicht beim ersten Versuch. Was ist das noch für ein Bild? Kann ich nicht so genau erkennen. Komisches Munchkal war das. Was ist das? Eine Seele? Man hat uns hier zurückgelassen. Ich glaube nicht, dass noch jemand kommt, um die Tür zu öffnen. Okay. 4 Seelen brauche ich dafür. Für die Tür. Da waren so 4 kleine Vierecke. Cool.
muss ich jetzt einmal zurücklaufen schon, oder? Einmal komplett zurück, okay. Huch. Huch. Die Urnenhexe. Guten Tag, das ist ja mal eine Überraschung, dass mich hier eine Krähe besucht. Weißt du, die Vereinbarung gilt nicht mehr? Was macht denn so ein putziger Vogel in meinem kleinen Häuschen? Bist du nett? Wollte ich nämlich eigentlich umbringen, glaube ich. Oh, ist das creepy. Hallo. Ich gehe dann mal, gell? Die hat auch so einen Kessel auf dem Kopf, oder? Hallo, ich bin Mr. Rabe. Ich erkundige mal ein bisschen ihren Wohnsitz, wenn das recht ist, okay? Ich gehe da mal. Tschüss! Da ist wieder mein Herr Topf. Mein Herr Topfkopf. Diese Tür sieht irgendwie fehl am Platz aus. So als käme sie aus einer anderen Welt. Sie sieht sie tatsächlich ein bisschen ähnlich, Schnabelnase. Nur vielleicht ein ganz klein wenig imposanter. Ja, ich bin halt nicht so groß. Aber jetzt weiß die Hexe schon mal, dass ich schon hier bin, okay? Und sie hat mich noch nicht angegriffen. Oh. Interessant. Und wir brauchen hier unsere 4 Seelen. Also 3 Seelen sind es noch. Bin gespannt, was uns da noch erwartet.